sagst du, das wird nichts. Ja, das Ende naht. Game over. Aber irgendwie ja, mag ich den Hintergrund. Der sieht so... ich weiß nicht... so entspannend aus. Egal. Gut, dann... werden wir hier jetzt erstmal einen Cut machen. Und uns gleich wiedersehen bei unseren netten, lieben, ach ja, sehr freundlichen Drachen. Okay, bis gleich. So Leute, da sind wir wieder bei unseren netten Drachenfreunden. Und ich habe ein bisschen trainiert. Wir sind jetzt auf Level 19 oder 20. Ich glaube 20. Und dieses Mal bekommen die eine Abreibung. Hoffe ich jedenfalls. Okay, wir nehmen uns jetzt erstmal einen vor. So. Ich glaube, ich werde während des ganzen Kampfes ziemlich still sein. Nee, lieber heilen. Sicher, sicher. Nee, ne? Oh, du... ach, ich hab dich auch ganz doll lieb. Ach ja, Sarkasmus ist was Schönes. Genau, dem Drachen wird übel, das ist schön. Das gefällt mir doch. Sicher, sicher. Ninne? Das war jetzt einfach für... naja. Wozu habe ich mich so abgemüht? Klasse. Das ist dumm. Das ist mehr als nur dumm. Ah. Naja, egal. Juhu! Er hat Level 21 erreicht. Doppel gelernt. Okay. Also so langsam wirst du mir unheimlich. Woher wusstest du, dass diese beinsteinernen Drachen lebendig wären? Berufsgeheimnis! Komm schon, lass uns jetzt von hier verschwinden. Ich muss damit dringend zum Tempelorden. Teleportorden? Was wollte ich jetzt mit Teleportorden? Ach, schau mal einer an. Unsere grimme Backe. Nee, unser Griesgram. Was für ein seltsamer Traum. Ich denke, ich sollte aufhören, mir so viele Gedanken über meine Vergangenheit zu machen. Schätze, es wird Zeit, nach Anis aufzubrechen. Und zwar ohne diese Quälgeistern. Sicher, dass das eine gute Idee ist? Ich meine ja nur... oh, da hinten liegt ein Sack. Vielleicht ist da was drin? Ey, da ist ja wirklich was drin. Geld? Och nö. Hier lag ein Holunder. Hm. Ist vielleicht noch anders was drin? Nein. 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 Hm, dann nicht. Eine Mietekatze. Oh, süß. Tschüss. Hast du heute Nacht auch diesen seltsamen Schrei gehört?
Das war richtig Angst. Das war richtig furchteinflößend. Schrei? Egal. Wir gehen. Wir gehen. Aber vorher speichern wir. So, jetzt gehen wir. Also da hinten müssten Laura und... Oh, wie hieß die andere nochmal? Kanama? Kanama, glaube ich, hieß die sein. Also müssen wir... In fremden Häusern habe ich nichts zu suchen. Du, dir ist schon bewusst, dass wir das Haus untersucht hatten mal. Naja, egal. Egal. Du bist sowieso ein komischer Typ. Ich werde dich nie verstehen. So. Gehen wir hier wenigstens rein? Wieso sollte ich da rein? Weil ich es will? Leer. Schöne. Richtung Anis ist es nicht mehr weit. Ich muss nur noch diesen Feldweg entlang. Okay, wir gehen dann erstmal hier lang. Okay, ich glaube, hier bin ich doch wohl richtig. Handeln ist wohl eine... Was? Handelt sich wohl um eine Feldbeschreibung, die in der Vergangenheit verschiedenen Zonen unterteilt wurde. Okay, wir gehen doch da lang. Oder doch da unten? Ich kann mich hier entscheiden. Nach Anis geht es immer diesen Pfad entlang. Gut, dann gehen wir nach unten. Wollen wir wissen, vielleicht liegt da ja irgendwas Interessantes. Oder wir machen einfach nur einen Bogen. Aber da ist was runtergefallen. Das will ich haben. Danke. Wow, er hebt mir echt was auf. So, was nur. Oh, klasse, ich habe nur einen kleinen Umweg gemacht. Gut. Ups. Ey, gehst du? Was hörst du? Nö. Nö. Na nicht. Können wir die mitnehmen? Schade. Meine Damen, wieso sollte ich da rein? Ach. Sei nicht immer so unfreundlich. Scheint wohl, scheint schon verfault zu sein. Schade. Aber das nehmen wir mit. So. Monster scheint hier nicht zu sein. Nur nicht mal Monster. Das ist verwirrend. Hier geht es Richtung Dessert. Dort würde ich als letztes hingehen. Ich bin ja schließlich nicht lebensmüde. Sicher? Also immer weiter geradeaus, scheinbar. Speicherpunkt. Speicherpunkte sind immer gut. Wir gehen hoch. Scheint niemand hier zu sein. Würde mich auch wundern. Wer wäre sowieso nicht reingegangen? Oh. Was zum... Was bei aller Winde der Meere ist hier denn los? Das frage ich mich auch gerade. Scheint niemand hier zu sein. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Mich beschleicht ein merkwürdiges Gefühl. Aha. Das ist sehr einladend. Hier ist keine Socke. Okay. Wir gucken erstmal systematisch alle Häuser ab. Okay. War ich in dem hier schon drin? Nein, in dem war ich gar nicht drin. Scheint verschlossen zu sein. Ja, ich hab's gelesen. Okay. Aber dieser Nebel ist cool. Oh, können wir das mitgehen lassen? Aber das können wir doch mitgehen lassen. Ich schätze, dass ich dieses Zeug nochmal brauchen kann. Was hast du denn gefunden? Hier lagen 4 grüne, 2 blaue. Ui, schön. Ja, was will man mehr, genau? Bisschen, vielleicht noch ein bisschen Geld? Ja, ich weiß. Wir sollten lieber nicht unverschämt sein. Ja, schön. Wo geht's hier auch noch lang? Okay. Wenn ich mich nicht irre, ist das kein gewöhnlicher Nebel. Sieht aus wie das Werk eines Hexers.
er wohl dahinter steckt? Ich würde es ihm jedenfalls zutrauen. Okay. Jetzt bin ich neugierig. Wo sind die ganzen Menschen hin? Wurden die alle gefressen oder was? Jo. Nö, ne? Blubber, blubber? Hi, Nymphe. Ich habe aber keine Lust, mich mit dir großartig zu beschäftigen. Also, nein. Es wäre ganz nett von dir, wenn du einfach wieder ins Wasser gehen würdest. Bitte. Komm, stell dich nicht so an. Komm, zisch ab. Nein. Abzischen. Sterben. Nicht heilen. Hier komm. Sei nett. Danke. Freundlich. Geschafft. Jetzt aber nicht sie weg. Ja, lass uns doch mal gucken, was hier noch ist. Was soll ich denn da? Mann, sei nicht immer so griesgrämig. Blöder scheiß Kerl. Also hier geht's wieder raus. Oh nee, ne? Nicht dieses scheiß Vieh. Wenn dieses scheiß Vieh hier ist, dann ist diese doofe, nackte Göttin auch hier in der Nähe. Und die mag ich definitiv nicht. Scheint verschlossen zu sein. Ja, klasse. Und da liegt noch was. Also in den Häusern bringt es mir scheinbar nichts zu suchen. Scheint verschlossen zu sein. Klasse. Gut, dann gehen wir doch den Weg lang. Bleibt ja uns nichts anderes übrig. Außer, wir gehen einmal hier rum und hier runter. Dachte ich mir doch schon, dass hier noch was ist. Okay, da liegt noch was. Das nehmen wir mal sicherheitshalber mit. Was? Ausrufezeichen? Schlange. Aber komische Schlangen. Egal. Yeah, das klang aber eben nett. Geht doch. Irgendwie würde ich mich jetzt doch wohler fühlen, wenn wir in einer größeren Gruppe unterwegs wären. Da, warum musst du auch nur alles alleine machen wollen? Du bist blöd. Habe ich dir das schon mal erzählt, dass du blöd bist? Ja, klasse, scheint verschlossen zu sein. Wow, was für ein Wunder. Ein Inn. Aber der scheint bestimmt auch verschlossen zu sein. Tür ist offen. Oh, ob wir das mitnehmen dürfen? Scheint nicht meine Größe zu sein. Das ist dumm. Ich trage bereits eine bessere Rüstung. Also, wieso sollte ich das Teil nehmen? Ja, wir gehen ja schon. Du bist ja eh nichts.